Hey Leute, ja, herzlich willkommen bei AT Zimmermann und heute haben wir ein schönes Schmankerl für euch und zwar den nagelneuen Model 3 SR Plus mit der 60 Kilowattstunden LFP Batterie. Und was hier ganz interessant ist, wir haben jetzt rein interessehalber den Akku ausgelesen, machen wir immer bei nagelneuen Autos. Und zwar sieht man hier nominal Fullpack, sagt er hier 61,4 Kilowattstunden. Was auch ganz interessant ist, Full Pack when new 60,5 Kilowattstunden. Das Auto hat jetzt ca. 250 Kilometer drauf, also der Kunde ist jetzt quasi nur vom Abholen zu uns gefahren, selbstverständlich zur Achsvermessung erstmal grundeinstellen, war auch wieder ein ziemlich krummer Hund. Wir kriegen ja alle Model 3 gerade. Aber ist ganz interessant, dass die Dinger eine Streuung nach oben haben. Also habe ich normalerweise auch sehr selten gesehen, zum Beispiel die 100er Packs beim Model S oder beim Model X, die haben eine wahnsinnige Streuung nach unten. Das heißt, die nagelneue Karre, da fehlt schon 2 Kilowattstunden nutzbare Kapazität. Und hier haben wir die nominelle Kapazität von 61,4 Kilowattstunden. Allerdings, was auch ganz interessant ist, er zeigt mir hier einen Energy Buffer von 8,4 Kilowattstunden an. Das scheint mir etwas viel zu sein. Also entweder ist die App Scan My Tesla noch nicht geupdatet und kennt dieses Fahrzeug noch nicht, oder es ist tatsächlich so und ich kann dann von den 60,5 Kilowattstunden brutto nur 60,5 minus 8,4 Kilowattstunden, also etwas mehr als 52 Kilowattstunden nutzen, was im Endergebnis aber die gleiche nutzbare Kapazität bedeuten würde wie im Vergleich, wenn ich jetzt den 55 Kilowattstunden LFP Akku habe, weil hier habe ich nur 3,4 oder 3,5 Kilowattstunden Brick Protection. Jetzt hat mich mein Kameramann, der Dennis, selber angesprochen. Brick Protection habe ich einmal gesagt und Energy Buffer habe ich einmal gesagt. Ist natürlich das Gleiche. Das ist die Kapazität im Akku, die ich niemals benutzen kann. Also wenn da irgendwie dran steht 4 Kilowattstunden Brick Protection, dann kann ich bis auf 0% runterfahren. Der Akku ist aber nie wirklich ganz, ganz leer. Diese 4 Kilowattstunden kann ich einfach nicht entnehmen. Das ist ein sogenannter Tiefentladeschutz. Und wenn ein Lithium-Ionen-Akku einmal wirklich richtig, richtig tief entladen wird, dann ist er letzten Endes nicht gleich kaputt, aber es nimmt ihm wahnsinnig viel Kapazität. Wenn man den wieder hochzieht, dann ist schon irgendwas kaputt oder faul oder definitiv leistungsschwächer. Also mit der Brick Protection, das wären ja gute 10%, finde ich schon ein bisschen mehr, oder? Mehr. Also ja, ja. 8,4 von 60 Kilowattstunden sind 13% oder sowas? Ja, wäre schon verdammt viel. Ist halt die Frage, wie plausibel die Werte jetzt sind bei einem nagelneuen Auto, was noch. Ja, was hast du gesagt? 1,05 Ladezyklen? Genau, also laut Scan My Tesla haben wir 1,05 Ladezyklen gerade mal. Genau, wir spekulieren gerade, warum sollte Tesla, das habe ich jetzt so rausgehauen, mehr Geld in die Hand nehmen für einen Akku mit einer größeren Kapazität und dann so viel Brick Protection einbauen, dass es letztendlich weniger ist, als der Vorgänger hatte. Das muss man sich die Frage stellen, nehmen die wirklich mehr Geld in die Hand oder ist dieser Akku vielleicht sogar günstiger in der Anschaffung? Also ich behaupte jetzt einfach mal, dieser 60 Kilowattstunden LFP Akku ist nicht teurer wie der 55 Kilowattstunden LFP Akku. Vielleicht sagt Tesla dem Zulieferer, ich glaube CATL ist es, wir wollen mindestens 60,5 Kilowattstunden haben. Lassen den aber gut und gerne nach oben hin streuen, also der hat ja jetzt über 61 Kilowattstunden, sagt aber im Gegenzug, da es vielleicht nicht ganz so gut die Qualität vom Akku ist, also die Fertigungsqualität, da wir hier mehr Fertigungstoleranzen haben, mehr verschiedene große Innenwiderstände etc. pp., wir machen aber eine Brick Protection von 12-13% rein. Und dadurch würde der Akku auch wieder gegen Tiefentladen besser geschont. Und somit könnte der 60 Kilowattstunden Akku günstiger sein in der Herstellung wie der 55 Kilowattstunden Akku oder zumindest mal im Zukauf von CATL an Tesla. Und der Kunde hätte aber keinen effektiven Nachteil. Also
Er fährt nochmal einen günstigeren Akku, einen billigeren Akku, vielleicht ein bisschen höhere Fertigungstoleranzen, hat aber unterm Strich ein leichtes Plus an Kapazität, vielleicht eine Kilowattstunde, also effektiv keine Nachteile. Was für mich aber tatsächlich ein Nachteil ist, der neue SR Plus, wie gesagt, geht halt nur in 6,2 Sekunden von 0 auf 100 und nicht in 5,6 Sekunden. Das ist halt schon mal über eine halbe Sekunde. Bei einer Range von unter 6 Sekunden ist es schon nicht zu vernachlässigen. Das macht schon ein paar PS aus. Also ich würde jetzt mal roundabout um die 50 PS schon rechnen. Ja, Dennis und ich haben ja jetzt gerade gesagt, das ist ja auch einmal ganz cool, einfach mal wild zu spekulieren. Was natürlich fehlt, sind eure Meinungen. Wie sind eure Meinungen dazu? Was denkt ihr, warum Tesla so eine hohe Brick Protection, wenn wir denn Scan My Tesla, der Handy-App, trauen können, einführt? Ist es aus dem Grund von mir? Ist es vielleicht Dennis' Meinung richtig? Vielleicht habt ihr auch eine eigene Meinung. Postet es einfach in die Kommentare, wenn euch das Video gefallen hat. Lasst gerne ein Like da und abonniert unseren Kanal. Dann erfahrt ihr noch mehr so wilde Spekulationen rund um vielleicht Akkutechnologie.